Erster Anführer. Der miese Anführer. Tja. Tja. Das ist Goodmans neuer Champion. Sollst du mich etwa einschüchtern? Ich dachte, ihr seid Verbündete. Bist du es? Heute ja. Du sollst mich nur durch dein Minenfeld lassen. Ich verschwende die Gefangene. Meine... Was hat sie getan? Meine Wahrsagerin hat den Sieg prophezeit. Meine Männer liefen in einen Hinterhalt. Ich hab gesagt, was du hören wolltest. Ich kann die Scheißvision nicht erzwingen. Ich hab dir gesagt... Schluss mit dem Bullshit! Oh, come on, echt jetzt? Wir kämpfen morgen ohne. Muss das sein? Du hast echt ein Problem. Wir haben doch, was du brauchst. Morgen wirst du mit seinen Männern kämpfen? Ja. Lass das Mädchen gehen. Sagt er ganz locker. Ein Moment so, mal, ein Zeit. Moment mal, bitte. Was bedeutet sie dir? Alles. Sie ist fast wie eine Tochter für mich. Ja, genau. Moment mal, du. Eine Tochter. Eine Tochter? Gänsefüßchen. Vielleicht habe ich es mal mit ihrer Mutter getrieben. Okay. Oder mit ihrer Tante. Jakob, du bist gerade ein Stückchen unsympathischer geworden. Aber nur ein ganz kleines Stückchen. Diese Abmachung gefällt mir sehr. Sie wollen Passage nach Osten und die Hexe? Gern. Okay. Willst du etwa Seths Platz in der Schlacht einnehmen? Warte. Seth ist... Wir haben offensichtlich keine andere Wahl. Er wurde in der Trümmerzone gesehen. Er jagte einen von euch. Ich werde ihn suchen gehen. Ja, tu das. Wir greifen bei Tagesanbruch an. Wenn ich mein Orakel aufgeben soll, muss einer von euch hier sein, sonst blase ich den Deal ab. Ja, ja. Natürlich. Du bist auf unsere Hilfe angewiesen. Du mieser Mistkerl mit dem Zopf. Verlass den Truck nochmal. Und ich schweiß dich ans Lenkrad. Jakob, du hast zu hören. Ansonsten gibt's kein Saufi-Saufi, hä? Da, eine neue Missionsart mit einer Kralle. Ich glaube, davon habt ihr mir schon geschrieben. Jagd, ne? Zwei neue Missionsarten. Ja, wir machen das schon. Folge den Symbolen und so. Ist meistens immer das Gleiche. Aber ist gut so. Wo kann ich denn nach unten, bitte? Wo muss ich hin, Mensch? Da gibt's nichts nachzudenken. Ach, da lang. Bei Greybeard lang. Oder nein, doch nicht. Ich finde das schon. Ach, gucke mal, wir können ja hier rein. Warum sagt mir das keiner? Dass man durch solche Türen durchlaufen kann. Ist das erste Mal, dass wir das können. Na, alles klar bei euch? Wenn du den richtigen Schmuggler kennst, bekommst du eine schöne Stimmung hier. Eine richtige Barstimmung. Zwei neue Arten von Missionen. Schön, das wird die Jagd sein. Hey! Dankeschön, Mann. Ich hab gar nichts bestellt. Das hat der da hinten für dich bestellt. Du kannst es wohl brauchen. Willst du was kaufen? Sieh dich ruhig bei mir. Na, was hast du denn Schönes? Wobei, hast du dich schon mal gefragt, woher die Viecher gekommen sind? Welche Viecher? Der Planet hatte nicht immer solche Kreaturen. Hier gab's mal Tiere, denen ich nachgelaufen bin. Jetzt laufen die Leute vor ihnen weg. Wenn sie Glück haben. Wenn sie es schaffen. Was ist mit denen passiert? Manche sprechen von seelischer Aufruhr. Immer wenn ich da rausgehe, sind die Viecher wilder und viel aggressiver. Als würde sie jemand mit Wut vollpumpen. Nicht nur die Kreaturen, den ganzen Scheißplaneten. Was ich davon kenne. Aber warum? Man könnte fast meinen, der Planet versucht, uns loszuwerden. Ja, ich verstehe schon, wie so eine allergische Reaktion, als ob der ganze Planet irgendwie so ein zusammenhängender Organismus wäre. Was hast du im Angebot? Elite-Angebote, aber nichts für mich. Nee. Ich brauche nur vernünftige Zielfernrohre. Ausschließlich.
Na dann nicht. Dann zurück. Hey, ich wollte doch zurück in den Dialog. Und dich auf deine Narbe anquatschen. Oh, was Neues. Die Leberschleuder. Kriegt man davon so schöne Narben wie du hast? Hat's den anderen auch so erwischt? Und ob. Aber ein Mensch war das nicht. Auf dem Drecksplaneten. Was für ein Monster. Das da. Und ich hab gern was an den Wänden. Jeder Kopf, den du mir bringst, könnte sich für dich lohnen. Kohle, Kohle, Kohle. Sag mir einfach, welche Bestie ich als nächstes umlegen soll. Cool. Vielleicht ist die Mission wiederholbar oder so. Das ist für die Historiker-Mission. Und die nächste auch. Das ist ja super. Also müssen wir das auf den verschiedenen Karten für ihn erledigen und dann wieder mit dem Kopf hierher zurückkommen. Wie nice. Und was haben wir sonst noch so Feines hier? Siegreiche Krieger siegen, bevor sie in den Krieg ziehen. Geschlagene Krieger ziehen in den Krieg und streben dann den Sieg an. Alles klar. Brilliant. Du bist ein richtig gelernter Mann. Bei dir bleiben die Leute auf Abstand. Was soll ich sagen? Die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Aber macht Ujio damit ein Geschäft? Entwickeln sie moralisches Skrupel? Ujio. Was genau? Ein interessanter Name. Dein Geschäft? Gewisse Söldnerdienste. Okay. Ich lasse wichtige Leute der Gegenseite eliminieren, wenn sonst niemand dazu imstande ist. Du siehst auch so ein bisschen aus wie der Hitman, wie ich. Wir sollten ins Geschäft kommen. Sie sind wohl auch größeren Herausforderungen gewachsen. Ah ja. Hätten Sie vielleicht Interesse, sich ein nettes Sümmchen zu verdienen? Gerne. Gerne, gerne, gerne. Dass es dauernd Geschosse hagelt, gehört hier wohl zum Standardprogramm. Der Werfer ist recht ungenau. Doch wenn er trifft, und irgendwas trifft er immer. Sie heißen nicht grundlos Vernichtungsraketen. Die Rebellen müssen ein Selbstmordkommando in die Trümmerzone geschickt haben, um so nah ranzukommen. Selbstmordkommando? Die Zone ist ein verstrahltes Drecksloch. Da gibt es nicht viele Freiwillige. Aber der Lohn ist beträchtlich. Aber das Risiko auch, aber ich scheue das nicht. Klingt verrückt. Aber verrückt. Totally crazy. Machen wir. Mensch, so viele Missionen hier. Ich werde ja nicht mehr. Das sind alle Arten von Sammelmissionen. Das bedeutet, wir müssen so oder so nochmal alle Karten abklappern. Sind wir durch? Alles klar. Wir wollen wieder raus hier. Wo war nochmal die versteckte Geheimtür? Nee, hier nicht, ne? Aber da oben. Und dann können wir jetzt in die Zone. Aber wo lang? Ich tippe mal auf vorne. Da, wo unser Truck steht. Da kommen wir doch bestimmt auch irgendwo raus. Hier wäre die nächste Hauptmission. Oder müssen wir dafür auch Jakob anquatschen? Für die Trümmerzone. Nein, wir müssen los. Bereite den Truck vor. Müssen wir? Ich guck mal eben auf der Karte. Tatsächlich, da geht's in die Trümmerzone. Wir müssen Trenchtown verlassen. Und zack, wie erwähnt, jetzt gibt's hier Attentätermission. Hier noch eine Jagdmission. Das ist ja super. Wir dürfen alles nochmal aufsuchen. Finde ich cool. Trümmerzone als erstes. Los geht's. Aber guck mal einer an. Das ist ja ein richtiges Lager hier. Sehr schön. Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Geheime Geheimratskisten? Nee, gibt's nicht. Dadurch müssen wir, ne? Hier drüben vielleicht noch was. Ein Sammelobjektchen. Irgendwas in die Richtung? Nein. Wir können... It's party time. Genau, wir haben ja jetzt eine LMG. Schön, gut zu wissen. Scharfschützengewehr ist auch mit am Start. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Merkt man kaum, ich weiß. Also wir sollen da lang. Und wir halten uns mal kurz an den Missionspunkt. Ich muss jetzt sofort reinkommen. Ich muss jetzt hier sofort ballern. Hier, nicht hier lang müssen wir. Und da betreten wir tatsächlich das Missionsgebiet. Frischwasserquellen betreten. Da müssen wir hin, hundertprozentig. Da bin ich mir sehr sicher. Episch! Sehr schön, schöne Schwarzblende. Doch, doch. Können wir?
geht's gleich los oder erst später? Es sind Monster. Geschütze, du musst mich gleich unterstützen. Und dann boom. Zack, zack, zack. Weg mit dir. Das waren nur kleine. Aber vielleicht trotzdem gleich mal die Muni auffüllen. Okay. Jupp, dankeschön. Kommen ja auch welche raus. Hey, nur ich darf schießen. Das ist verboten. Ich komme zu dir. Schön, dass wir auch während des Sprintens, auch nachladen können. Das ist eine saubere Sache. Oh, im Dunkeln ist gut munkel. Ich mag Höhlen. Gerade hier in diesem Spiel. Die sind so höhlig. Gibt's hier noch Mineralien oder so? Bestimmt. Geschütz, die kommen zurück. Ist gut jetzt. Oh, oh. Sie sind hier. Hier kommt bestimmt auch gleich so ein ganz dicker. Da ist er schon. Hi. 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 Peiniger. Geschützi. Bazooka. Hahaha. In der Luft eingefroren. Physikalisch fragwürdig. Aber hey, ich will mich doch nicht beschweren. Alles gut. Noch ein dicker. Extrem dicker. Naja. Wobei, der ist nur groß, ne? Der ist nur verdammt groß. Waffenwechsel. Bum, 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 bum. Yay. Oh Gott, Mensch, Outriders. Was habe ich dich vermisst, auch wenn es nur ein halber Tag war. So lang war die Pause. Der Hund musste raus. Ellie. Wir haben jetzt einen Deal. Sie wird weniger bellen, kriegt aber mehr Schmackos dafür. Geschütz sie. Oh, der ist ja ganz neu. Der ist gefärbt. Nee, der war nur kurz gefärbt. Peiniger. Yay! Kommt von hinten welche? Tatsächlich! Ach du meine Nase! Übel! Brachialer! Frontalangriff! Das gleiche habe ich auch. Oh Gott, für dich! Weg, weg, weg! Oh Gott, jetzt bin ich tot. Jetzt war's das, ne? Oh, 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 oh. Bazooka, Bazooka! Schieß! Schieß! Yay! Gut, Mann, total gut. Wir sind sehr mächtig, kann das sein? Aber wirklich. Schön weiterschießen, Geschützi. Wir werden das Kind schon schaukeln. Den Dicken schon mal so ein bisschen vorbelasten. Den Peiniger nicht vergessen. Da kommen die Nächsten. Zack. Zack, zack, zack. Peiniger, jetzt. Geschützi, Geschützi. Sofort. Au, 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 au. Ja, komm. Zu langsam. Aber wirklich, ne? Der war zu langsam. Da ist noch ein Grüner. Na, kriegt der uns von hier? Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das sollte gezielt ablaufen. So zum Beispiel. Schön nachladen. Und schön alles mitnehmen. Hier liegt vielleicht noch epischer Loot rum. Ja, ne? Eine Höhle. Da sind Mineralien. Und hier ist... Oh, hier ist noch mehr Eisen. Einmal bitte Eisen abbauen. Und nochmal bitte Eisen abbauen. Ich muss auch gleich mal gucken. Hat mir nicht irgendwann zwischenzeitlich mal irgendwie die Weltstufe erhöht? Tatsächlich. Du hast noch Belohnungen. Na, lohnt sich das? Gib mal her, bitte. Irgendwas. Was Episches, ne? Was Blaues? Was Lilanes? Ja! Oh Gott, das Rote! Es ist das Rote. Verwundene Kugeln. Magazinrolle. Wenn in deinem aktuellen Magazin nur noch 50% oder weniger Munition ist, kannst du eine Rolle vollführen, um all deine ausgerüsteten Waffen schnell nachzuladen. Was? Das ist ja fantastisch! Nicht großartig, aber fantastisch. Immerhin. Gefriergeschütz. Bleibt dabei, ne? Ansonsten alles wie gehabt. Jupp, 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 alles klar. Ist ein Einzelschussgewehr, ne? Wie sieht es denn aus? Ich will es nochmal in der 3D-Ansicht sehen, ne? Denn dieses Scharfschützengewehr könnte alles verändern. Ja, da bin ich mir sicher. Das wird alles verändern. Es ist rot. Und rot ist immer gut. War ja bei Division immer meine Lieblingsfarbe für Waffen. Und auch bei Breakpoint. Yay! Kistenloot. Na, gib her. Na gut. Aber das mit der Pistole, das ist echt schade. Warum muss er diese Drehung machen? Das ist so albern. Na? Hallo, was war denn das bitte?
Da war er sich nicht ganz schlüssig. Wie ist deine Tochter denn auf der falschen Seite der Grenze? Da war er sich nicht ganz schlüssig, wie er da durch soll. Als die Rebellen die Front um Meilen verschoben haben. Theresa war auf der anderen Seite. Andere Seite, alles klar. Was ist das denn bitte? Eine neue Mission. Aber erstmal zuhören. Ja. Und wusste, dass es ihr gut geht. Das ist schön. Wenn du die Schmugglerin findest, verschreck sie bitte. Nein, nein, nein. Du siehst nicht besonders umgänglich aus. Doch, ich bin sehr umgänglich. Das kann charmant sein. Eben. Das wird interessant. Es kommt immer auf die Situation und das Gegenüber an. Aber hier ist eine neue Mission. Zu Beginn der Jagd gedrückt halten. Nee, eigentlich nicht. Aber ich meine, wenn wir schon mal hier sind, die Mission ist schon markiert. Und wir können ja dann da weiterspielen bestimmt, oder? Ich will doch mal schwer hoffen. Wir können es nur ausprobieren. Wir lassen es auf einen Versuch drauf ankommen. Oder schreibt er sich die Mission jetzt nur auf? Ja, die hat er sich nur aufgeschrieben. Alles cool. Wir machen da weiter, wo wir angefangen haben. Mit dieser Mission. Die Schmugglerin und so. Das Erbe der Outrider. Neue Mission. Ja, cool. Schwarzblende. Oh, heute mal ein Seilchen hochklettern. Mit Schwarzblende. Das ist das Gegenteil einer Willkommensfußmatte. Eben. Aber die Schmugglerin wird sehr eigen sein. Da tippe ich mal drauf. Sind hier noch Kisten versteckt vielleicht? Hier unten? Nee. Da kann ich gar nicht runter. Da ist noch Muni, da ist noch Eisen. Wo lang darf ich? Wo lang soll ich? Ja, gucken wir uns nochmal die Kiste an. Füllen unsere Munition auf. Und wir merken uns, wenn unsere aktuelle Waffe zu 50% runtergeschossen ist und wir dann so eine Rolle machen, dann lädt sie sich wieder auf. Oder all unsere Waffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das bezieht sich nur auf das Magazin, oder auf die komplette Munition. Nein, aktuelles Magazin. 50% oder weniger. Wie viel Schuss haben wir da drinnen? Das können wir natürlich nicht nachprüfen, weil ich es mir nicht anzeigen lasse. Schande. 2, 3, 4, 5. Ah, okay. 5 Schuss. Also wir machen jetzt mal 3 Schuss. 1, 2, 3. Rollen uns. Und können jetzt wieder 5 Schuss machen. Tatsächlich, Mensch. Aber ohne die Anzeige werde ich das so gezielt sowieso gar nicht hinbekommen. Wir laden uns nochmal auf. Wir konnten ja ein bisschen rumasen, wenn hier so eine Munikiste steht. Hier lang, ne? Hier wäre zumindest noch eine Kiste. Die gucken wir uns natürlich an. Na komm, schon mal rauf. Zack. Naja, Schrott zumindest. Das sammelt sich auch. Was, wie? Jetzt doch wieder da lang? Also, diese Missionsanzeige. Soll ich jetzt hier durchschlüpfen? Nee. Ist wieder ganz mysteriös. Jetzt soll ich wieder in die Richtung? Was zur Hölle? Ach, hier. Okay, alles klar. War gut versteckt, ne? Das Häuschen der Schmugglerin. Okay. Hallöchen. Hier immer alles blitzblank und du trampelst rein voller Blut und Gedärm. Jemand muss doch auf dich aufpassen. Ach, da soll ich Arschlöcher da draußen rum. Ich hab dich aus dem verdammten Buch geholt. Da kann man ruhig mal Danke sagen. Die Stimme, herrlich. Presse jetzt mal auf zu meckern. Alles, was du kannst, ist meckern und mehr. Hallo? Brauchst du vielleicht Hilfe? Was ist? Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Noch so eine veränderten Fresse. Als was? Müsstest du mich retten. Die ist wirklich sehr eigen. Mach ich dich fertig. Wir wollen uns gar nicht einmischen. Oh Gott, wie unangenehm. Was? Das war es jetzt? Ich weiß wirklich nicht, wer von den beiden mir mehr leid tut. Aber ich sollte wenigstens zu Lucy gehen und sie beruhigen. Okay, das war... Ach so, das war der Auftrag für die Prostituierte. Alles klar. Das war gar nicht die Schmugglerin. Das war ihre Kumpelin und die ist hier beschäftigt. Sie ist in einer Beziehung. Sie wurde aus dem Puff befreit. Genau.
Und dann können wir jetzt wieder zurück, ne? Wir könnten auch zum Zwischenstück uns beamen, da wo wir gerade eben die neue Jagd aktiviert hatten. Das war hier, ne? Die Spalte, genau, die Spalte. Und da sollten wir doch dann weitergehen können.